Hallo, mit der Rubrik Die himmlische Stadt bin ich nun am Ende des Hauptteils eigentlich angekommen. Danach kommen nur noch Litaneien und verschiedene andere Dinge, natürlich auch das Stundengebet. Ab der Nummer 549 sind diese paar Lieder dieser Rubrik, die haben es dafür umso mehr in sich. Das erste Lied, Es wird sein in den letzten Tagen, heißt es, ist im Sechsvierteltakt. Und der Sechsvierteltakt ist ja eigentlich wie der Sechsachteltakt in zwei Dreierpäckchen aufgeteilt. Das heißt Dreiviertel plus Dreiviertel. Hier passiert allerdings im Lied zweimal, dass genau dieser Binnenrhythmus kippt in dreimal zwei. Und deswegen werden wir da ein bisschen in Konflikt kommen, aber ich werde darauf hinweisen. Dazu ist es nicht ganz sanglich, wie man das auf den ersten Moment gerne hätte. Ja, ein Lied, was geübt werden will. Und wer weiß, vielleicht nie geübt werden wird. Na gut, ich stelle es euch vor. Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet gesehen. Da wird Gottes Berg überragen, alle anderen Berge und Höhen. Und die Völker werden kommen, von Ost, West, Süd und Nord, die Gottfernen und die Frommen, zur Frage nach Gottes Wort. Auf, komm herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Ja, die zwei Takte finden sich in der vorletzten und letzten Zeile, wo der Rhythmus eben anders geht. Und die Völker werden kommen, das ist der erste, und dann von Ost, West, Süd und Nord. Also vorher hatten wir ja, es wird 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein in den letzten Tagen. So hat es der Prophet gesehen. Ja? Und dann eben, und die Völker werden kommen von Ost, West, Süd und Nord. Ne? Also 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es sind nur mal immer bis 3 gezählt. Ja, ganz ähnlich, 550 steht auch im Sechsvierteltakt und ist gar nicht so langsam. Ströme lebendigen Wassers erquicken die Gottesstadt, des höchsten heilige Wohnung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hier kann man auch schnell drauf reinfallen, weil wir hier synkopiert unterwegs sind. Gottesstadt. Ströme lebendigen Wassers erquicken die Gottesstadt, des höchsten heilige Wohnung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ist sicherlich Renaissance-Imitat. Ja, denkt ihr da vielleicht ein bisschen an Mittelaltermarkt, wenn ihr solche Musik hört. 551 ist die Melodie und auch der Text bekannt. Nun singt ein neues Lied dem Herrn. Nun singt ein neues Lied dem Herrn, der Wundertaten hat vollbracht. Ja, solche langgezogenen Lieder bitte immer einen Ticken zügig spielen, sonst wird man da nie fertig. 552, wieder aus England die Melodie, ich habe sie im letzten Video schon vorgestellt. Er macht uns stark im Mut, der sich bekennt, dass unser Licht vor aller Menschen brennt, allen Menschen brennt. Ja, einfach im letzten Video nachhören, da ging es um die Heiligen, da habe ich mehr zu dieser Melodie gesagt. 553, Jerusalem, du hochgebaute Stadt, auch nicht ganz einfach. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir.
mein sehnend Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. Weit über Berg und Tale, weit über Flur und Feld schwingt es sich über alle und eilt aus dieser Welt. Eieiei, ganz schön umständlich, muss man gut aufpassen. Und das letzte Lied, 554, Wachet auf, ruft uns die Stimme, kann man natürlich auch wunderbar in der Adventszeit singen, wo es eigentlich ursprünglich auch verortet war. Wachet auf, ruft uns die Stimme, brauche ich natürlich nicht weiter vorzumachen. Ja, damit sind wir an einem wichtigen Punkt im Gotteslob angekommen, da eben, wie schon gesagt, ist nur noch die Litaneien und das Stundengebet und manche andere Andachten kommen. Und das Allerwichtigste haben wir jetzt sozusagen kennengelernt. Vielen Dank!